Wir zeigen heute ein Testszenario für unsere 5G New Radio TDOA-Lokalisierung. TDOA steht für Time Difference of Arrival und dahinter verbirgt sich ein laufzeitbasiertes Verfahren der Funkortung. Damit lässt sich ein Mobilgerät orten, indem die Laufzeit zwischen dem Mobilgerät und mehreren Basisstationen gemessen wird. Für diese laufzeitbasierten Verfahren ist 5G eine interessante Basistechnologie, da bereits im sogenannten Frequenzbereich 1 bis zu 100 MHz an Bandbreite zur Verfügung stehen. Die Bandbreite ist eine wichtige Kenngröße, da aus einer hohen Bandbreite eine hohe zeitliche Auflösung für die Messung der Signallaufzeiten folgt. Und aus dieser hohen zeitlichen Auflösung ergibt sich eine hohe Lokalisierungsgenauigkeit. Konkret gehen wir davon aus, dass wir mit der ein oder anderen anwendungsspezifischen Optimierung Genauigkeiten von einem Meter vielleicht auch etwas besser erreichen werden. In unserem Testszenario orten wir ein fahrerloses Transportsystem, kurz FTS, und können dementsprechend die Position des FTS auf unserem Dashboard in Form einer 2D-Kartendarstellung visualisieren. Daneben haben wir die X-, Y- und Z-Komponente der Position aber auch einzeln aufgeschlüsselt. Und da uns in unserem Testbett hochgenaue Referenzmesssysteme zur Verfügung stehen, sind wir auch in der Lage, die Lokalisierungsgenauigkeit bzw. den Positionsmessfehler zu bestimmen. Auf Basis der Lokalisierung haben wir eine einfache Bereichserkennung implementiert und diese Bereichserkennung erlaubt es uns, aus den rohen Positionen weitere Statusinformationen des FTS abzuleiten. Beispielsweise, ob das FTS im Bahnhof bereitsteht, um beladen oder entladen zu werden. Generell kann man sagen, dass eine Vielzahl von potenziellen Anwendungen für die 5G-Lokalisierung im industriellen Umfeld besteht. Insbesondere gilt das für die Bereiche Produktion und Logistik. Das Besondere ist wahrscheinlich, dass wir heute bereits in der Lage sind, die 5G-Indoor-Lokalisierung praktisch zu erproben. 5G besteht ja aus mehreren aufeinanderfolgenden Releases und sowohl bei der Lokalisierung als auch bei 5G Standalone, das für die sogenannten Campusnetze prädestiniert ist, sehen wir heute noch keine allzu weite Verbreitung. Wir haben unsere Lokalisierung daher auf Basis unserer FA1-Emulationsplattform integriert und das erlaubt es uns in gewisser Weise, heute schon einen Blick in die Zukunft von 5G zu werfen. Für unsere Kunden bedeutet das eine frühe Möglichkeit, ihre Anwendungsfälle für die 5G-Lokalisierung praktisch zu evaluieren und damit natürlich auch einen gewissen zeitlichen Vorsprung, wenn es darum geht, die Lokalisierung beispielsweise in Produktions- oder Logistikprozesse zu integrieren.